Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro mit dem Kreativ-Ecke 1200, der aktuell 1099 Euro kostet, und dem Kreativ-Ecke 1400, der aktuell 1199 Euro kostet. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Vorher nochmal ein kurzer Hinweis zu unserem Discord. Wollt ihr euch Systeme zusammenstellen lassen oder wisst nicht genau, was ihr nehmen sollt, dann kommt gerne auf den Discord drauf, stellt eine Frage, eröffnet ein Ticket, wie ihr gerne möchtet. Unsere Berater freuen sich bzw. werden euch dann auch beraten, sofern sie denn dann gerade Zeit haben. Wir sind, glaube ich, im Moment 6 oder 7, irgendwie so auf so einem Dreh, also irgendeiner wird sich schon finden. Wir kommen erst zum Kreativ-Ecke 1200, der aktuell auf 1099 Euro, ja, runtergesetzt ist, weiß ich nicht. Da steht halt kein alter Preis, ich gehe schon davon aus, dass er mal 1200 gekostet hat, jetzt 1099. Zu dem Bild, wie immer bei Dubaro, nichts zu sehen, was irgendwie verbaut ist, ist wirklich nur das Gehäusebild, was ich auch gut finde, weil wenn da irgendwie Bling Bling drin ist, was ihr dann später nicht habt, ist das immer blöd. Hier ist das okay. Starten wir wie immer mit dem Prozessor, ein Intel i5-12400F. Der hat eine TDP von 65 bis 117 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell 4800 MHz DDR5 oder 3200 MHz DDR4. Das ist ein 6-Kerner. Ich sage ja beim Stream lieber einen 8-Kerner nehmen. Damit könnt ihr natürlich Counter-Strike, Valorant oder was weiß ich, so kleinere Spiele, Among Us, Just Chatting oder sowas, das könnt ihr alles machen. Wollt ihr AAA-Titel streamen, nimmt einen stärkeren Prozessor. Der Rest kann ruhig gleich bleiben bei diesem System, nimmt dann irgendwie ein 12600 oder so in der Art. Ansonsten ist das wirklich ein guter Prozessor, soweit zum Zocken super geeignet. 12000er Variante, sprich LGA 1700, das ist der Sockel. Da könnt ihr später eventuell sogar noch die Intel 13000er Serie drauf betreiben. Kommt auch immer so ein bisschen aufs Board an. Aber auch hier habt ihr dann die Möglichkeit, vielleicht später auf einen 12600 oder 12700 zu wechseln, wie ihr gerne möchtet. Und der kostet 178 Euro bei Mindfactory. CPU-Kühler ist hier ein alternativer AMD Intel CPU-Kühler. Da habe ich direkt bei Kai nachgefragt von Dubaro und der sagte, ja, wir verbauen da im Moment einfach nur diesen Boxkühler. Und dann dachte ich mir, ja, okay, dann bleibt es halt so. Weil bei dem anderen System ist definitiv ein anderer Kühler angegeben. Hier ist es halt wirklich der Boxkühler. Das Mainboard ist ein Gigabyte B660 Gaming X DDR4. Gott sei Dank kein Micro ATX, sie haben draus gelernt. Auch bei günstigen Systemen kann man Full ATX nehmen. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten können auch noch 2 Stück verbaut werden. Die Grafikkarte kommt hier oben rein. Hier, Gigabyte ist zumindest so schlau und baut hier nicht irgendwie einen Slot rein. Gut, wegen den SSDs geht das sowieso nicht. Aber die ihr dann nicht benutzen könntet, theoretisch wegen dem Kühler der Grafikkarte. SSDs sind ja flach genug, die passen da locker hin. Hier unten könnt ihr eine Capture-Card oder WLAN-Card reinbauen, wie ihr gerne möchtet. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, Netzwerkanschluss USB 3.1 zweimal, USB 3.0 zweimal, USB 2.0 viermal. Dann haben wir noch HDMI und DisplayPort. Funktioniert mit diesem Prozessor nicht. Der hat halt keine integrierte Grafikeinheit. Das erkennt ihr an dem F hinter dem Intel-Suffix, also beziehungsweise hinter der Nummer ist das F-Suffix. Und das bedeutet dann, dass er keine integrierte Grafikeinheit hat. Zieht ihr dann ein Bild über die Grafikkarte. Das ist ganz einfach. Ich bekomme nämlich häufig noch den Kommentar, was meinst du mit nicht integrierte Grafikeinheit? Und dann, das muss ich halt erklären, dann sage ich halt, gut, ihr müsst es an die Grafikkarte anschließen. Das ist halt nur geil, wenn ihr einen Prozessor habt, der dann eine hätte, wenn die Grafikkarte mal abraucht. Dann kommt ihr noch an die Daten dran und könnt ein bisschen Multimedia machen. Ist jetzt hier nicht der Fall. Hier zieht ihr das Bild dann wirklich über die Grafikkarte. Ansonsten ist das ein grundsolides Board. Könnt ihr auch später noch den 12600, 12700 draufpacken, überhaupt kein Problem. Ihr müsst natürlich bedenken, dass Intel B660 nicht zum Übertakten geeignet ist. Da müsstet ihr dann ein besseres Board nehmen, aber dafür gibt es dann auch teurere Systeme. Wer nicht mit dem Gedanken spielt, irgendwie übertakten zu wollen, dafür reicht das auch noch dicke. Und das kostet 142 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine 12 GB Nvidia RTX 3060 beliebiger Hersteller. Wir haben hier wie immer freie Hand. Es kann auch eine KFA2 sein, eine MSI, eine Asus oder sonst irgendwas. Wir nehmen jetzt eine Inno 3D, die war die günstigste gerade auf dem Markt. Er hat immerhin auch 2 Lüfter. Es gibt auch welche, die haben nur einen Lüfter. Die habe ich jetzt weggelassen. Das war eine Asus. Wir wollen ja einigermaßen fair sein, weil sie ist trotzdem sehr günstig. Ist eine 3060. Ist natürlich, ich sage, in der aktuellen Generation eine Einsteigerkarte. Ist halt einfach so. Danach kommen noch so viele andere Grafikkarten, auch im AMD-Lager. Sie ist weiß Gott nicht schlecht. Das reicht auch noch für WQHD-Gaming. Ihr dürft jetzt nicht erwarten, in AAA-Titeln bei WQHD 144 FPS zu kriegen, wenn ihr einen 144-Hertz-Monitor habt. Da müsst ihr ein paar Abstriche machen. Ist halt einfach so. 12 GB Speicher finde ich gut. Ich weiß auch nicht,
warum die nicht hergehen und einer 3070 auch 12 GB irgendwie spendieren. Finde ich sehr, sehr schade. Da meckere ich ja manchmal so ein bisschen. 12 GB ist hier allerdings völlig ausreichend. Wie gesagt, für Full HD Gaming ganz locker WQHD, müsst ihr ein paar Abstriche bei den FPS machen oder eben die Details runterdrehen. Kommt aber auch immer aufs Spiel an. Bevor jetzt jemand auch gleich sagt, bei dem zweiten System ist eine AMD-Karte drin, Raytracing ist aber wichtig. Ja, mit einer 3060 könnt ihr auch kein großartiges Raytracing machen. Also könnt ihr schon, aber da habt ihr FPS-Einbrüche. Das ist nicht schön. Und die kostet 408 Euro bei Mindfactory. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 16 GB, 2x8 GB Dual Channel, sehr, sehr wichtig, sage ich immer wieder. Patriot DDR4 3200 MHz Viper Blackout. Okay, bei dem System haben wir sie wirklich nur 3200 genommen, das war dann, glaube ich, das andere mit 3600. 3200 ist halt genau die Spezifikation von Intel. Man kann den auch schneller betreiben, finde ich auch ein bisschen schade, dass sie es hier nicht gemacht haben. 3600er wäre ganz nice gewesen, kostet ungefähr 10 Euro mehr. Ansonsten ist das kein schlechter RAM, Dual-Channel, wie gesagt, ganz wichtig. 16 GB reicht auch erstmal. Wenn ihr streamen wollt, sage ich persönlich, nehmt 32, seid auf der sicheren Seite. Wenn ihr ein teureres System habt, sage ich mal, ab 2000 Euro wären sowieso 32 GB Pflicht. Weil da ist dieser Aufpreis dann so marginal. Was den RAM selbst angeht, hatten wir bisher keine Probleme damit, haben noch keine fehlerhaften Dinger irgendwie da auf unserem Discord entdeckt. Es gibt halt auch welche, die werden häufiger gekauft, desto öfter haben die dann Fehler. Ja, zum Beispiel G-Scale Aegis wird sehr oft gekauft, hat auch viele Fehler, ist trotzdem scheiß RAM, ja. Aber der Patriot Viper hier, der ist schon okay. Hat natürlich kein Schickimicki, kein RGB oder so. Wenn ihr das wollt, müsst ihr dann Corsair Vengeance RGB Pro oder so nehmen, was die halt gerade da haben. Und der kostet 64,98 Euro bei Mindfactory. Als Festplatte bekommen wir eine 1 TB Kingston NV1 M.2 PCI Express 3.0 SSD. Die kennt ihr ja mittlerweile schon zu Genüge. Lesegeschwindigkeit 2100 MB die Sekunde, Schreibgeschwindigkeit 1700 MB die Sekunde. Reicht für den normalen Gamer auch. Es muss keine Samsung Pro oder so sein. Das ist völlig in Ordnung. 1 TB ist bei dem Preispunkt auch noch angemessen, finde ich gut. Verbauen wir auch sehr oft, weil wie gesagt, ein Gamer braucht nicht viel mehr. Viele meckern immer über den Speicher und dass die nach einer Zeit Daten kopieren irgendwie einbricht von der Leistung. Und ach, das ist alles Bullshit. Wenn ihr zockt oder so, es wird meistens sowieso nur gelesen. Und wenn ihr ein Spiel installiert, ja, die Geschwindigkeit reicht auch dicke. Und die kostet 78,90 Euro bei computeruniverse.net. Das Netzteil ist ein 550 Watt Fractal Iron Gold. Ich kenne die Marke Fractal, ich habe das Netzteil an sich noch nicht verbaut, aber die Daten sprechen halt für sich. 7 Jahre Garantie, 80 plus Gold zertifiziert, also sehr effizient und vollmodular. Von dem Vollmodular kriegt ihr wahrscheinlich sowieso nichts mit. Ihr kriegt halt die Kabel, die dann übrig bleiben, mitgeliefert im Netzteilkarton. So hatte ich das ja auch hier bei dem Kreativ-Ecke 2000 System. Aber rein von den technischen Daten ist das ein super Netzteil. Das finde ich wirklich gut, weil ihr habt da nicht so viel Müll rumfliegen dann halt auch im Gehäuse. Ne? Die Kabel, wie gesagt, die übrig bleiben, kriegt ihr halt so. Die fliegen nicht irgendwo festgebunden im Gehäuse rum. Und 550 Watt ist für das System auch noch okay. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, ehrlich gesagt. Aber gut, ihr seid damit noch relativ effizient unterwegs. Ihr müsst halt nur aufpassen, kommt jetzt nicht auf die Idee, bei diesem System später eine 3080 Ti oder so reinzuschmeißen und 12700K, dann wird es nämlich ziemlich eng in der Kiste. Nicht von der Größe, sondern von der Wattzahl. Und das kostet 69,91 Euro bei ProShop. Als Gehäuse haben wir Silentium PC Ventum VT4 TG mit Glasfenster. Hatte ich bisher auch noch nicht zu Hause, aber man sieht es jetzt immer häufiger. Scheint ein günstiges Gehäuse zu sein im Einkauf für die Händler bzw. Systemintegratoren. Hat vorne und hinten Lüfter vorinstalliert, das heißt, ihr habt einigermaßen Airflow, hat auch eine Mesh-Front, ist auch okay. Von der Größe her ist es auch ordentlich proportioniert. Ja, was soll ich sagen? Ist halt so ein grundlegendes Gehäuse. Es kostet 58 Euro im Endkundenmarkt. Ich glaube schon, dass die da günstig drankommen. Hat auch kein RGB-Bling-Bling oder so, aber wie gesagt, für das System reicht es in der Preisklasse sowieso. Und das kostet 58,90 Euro bei XCOM. Ansonsten Betriebssystem optional erhältlich inklusive Installation. Ja gut, dann holt ihr euch einfach einen Key bei meinem Partner, macht euch einen USB-Stick mit Windows fertig und dann installiert ihr das, dann passt das schon. Das kostet euch dann effektiv vielleicht 20 Euro mit USB-Stick. Bei Dubaro kostet das, glaube ich, 50 oder 60 Euro, sich Windows installieren und aktivieren zu lassen. Ich weiß es gerade nicht, ich guck mal nach. Also würdet ihr es vorinstallieren lassen, dann kostet das hier als Pro-Variante 29,90 Euro und wenn ihr es aktiviert haben wollt, 79,90 Euro. Also da könnt ihr noch ein bisschen Geld sparen. Wie gesagt, ist es sowieso nicht dabei. Ihr bekommt das System ohne Windows. Das ist nicht einstecken, loslegen, sondern das müsst ihr erst noch installieren. Dann haben wir hier Service 2 Jahre Garantie. Ja gut, das ist Durchschnitt, Retourenschein und Reklamationsfall, kein Pickup und Return. Ihr müsst das Ding selber zur Post bringen oder der Postbote, wenn er gerade bei euch vor der Tür steht, drückt er ihm das in die Hand. Das muss er mitnehmen. Nur ihr kriegt jetzt keinen Termin, irgendwie DHL kommt an dem und dem Tag und die Uhrzeiten holt das dann ab. So geht's dann nicht. Wenn ihr schlau seid, bestellt ihr einfach irgendwas, was mit DHL geliefert wird und dann drückt ihm das so in die Hand. Geht ganz gut eigentlich. Bullshit, Internet Security können wir wieder weglassen. Ihr braucht es nicht. Ihr habt Windows Defender auf dem System, reicht ganz dicke. Vor allen Dingen ist es hier halt so, wenn diese Ein-Jahr-Lizenz abgelaufen ist, müsst ihr zahlen. Das ist ein Abo-Modell, da müsst ihr vorher Zahlungsdaten hinterlegen. Ja, das liest sich ganz nett, Ein-Jahr-Lizenz, 3 Geräte, aber nee, lasst es einfach weg. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, die CPU mit Kühler, wurde ja auch so angegeben von Dubaro. Den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.069 Euro, das System soll kosten 1.099 Euro. Ja, ist doch super. Also,
Wenn ihr bei Mindfactory, wie gesagt, alles zusammenstellen würdet, würdet ihr 150 zahlen. Hier zahlt ihr 100. Habt halt kein Windows mit dabei, wie gesagt. Finde ich ein bisschen schade. Bei dem RAM, das ist jetzt so Kleinscheiß, was ich immer gerne bemängel. Den anderen Leuten ist es meistens egal. 3600 MHz RAM wäre geil gewesen. 1 Terabyte SSD in der Preisklasse ganz locker. 3060 ist okay, 12400 ist auch okay. Ob man da jetzt den Boxkühler nehmen sollte? Also mir wurde gesagt, der aktuelle Boxkühler von Intel sei wohl super. Habe ich leider noch nicht hier gehabt. Ich bin ein Freund davon, wenn man eine Alternative verbaut, die einigermaßen auch TDP hat. Aber das müsst ihr dann selber entscheiden. Die Kiste hat auch genug Airflow. Also ich glaube nicht, dass der zu heiß wird. Ich müsste es eigentlich mal testen oder testen lassen. Ich frage mal ein bisschen in der Community rum. Aber preis-leistungstechnisch ist das System völlig in Ordnung, technisch auch. Finde ich okay. Gut, das Netzteil 550 Watt, das müsst ihr selber wissen. Das könnt ihr auch hier noch umkonfigurieren, wenn ihr wirklich planen solltet, später eine stärkere Grafikkarte oder so zu nehmen. Wenn ihr sagt, ihr kauft das System einmal und verkauft es irgendwann wieder, dann ist es egal. Dann könnt ihr das machen, wie ihr lustig seid. Dann haben wir hier noch den Kreativecke 1400. Hier haben wir auch wieder nur das Gehäusebild. Finde ich auch völlig okay. Kostet aktuell runtergesetzt von 1,3 auf 1,2 glatt, sagen wir mal. Ihr habt hier den Prozessor AMD Ryzen 5 5600X. Den haben wir auch schon ganz oft gehabt. Hat eine TDP von 65 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell DDR4 3200 MHz. Ja, ein ganz normaler Prozessor. Ungefähr wie der andere auch. Die tun sich nicht so viel. Zum Streamen, wie gesagt, 8 Kerne nehmen. Hier haben wir 6 Kerne. Ich weiß ja nicht, was ihr plant. Wenn ihr sagt, ihr wollt nur zocken, reicht der dicke. Genauso wie der andere, der 12400F. Wollt ihr dabei noch streamen, nimmt einen stärkeren. Von der Aktualität her ist es halt noch der aktuelle Sockel, bald kommt AM5. Also ihr könnt später nicht mehr hergehen, zum Beispiel die Ryzen 7000 Serie darauf betreiben, auf dem Mainboard, was hier verbaut ist. Das wird nicht funktionieren. Ihr könnt noch in der 5000er Reihe, sag ich mal, auf 5800, 5900 oder so gehen, aber die 7000er wird nicht mehr drauf passen. Bei Intel ist das anders, da seid ihr für die nächste Generation wahrscheinlich noch gewappnet, bei AMD leider nicht. Und er kostet 199 Euro bei Mindfactory. Als CPU-Kühler haben wir hier einen CosmoCool LCCC120. Der hat eine TDP von 180 Watt, der Prozessor hat 65 Watt, das heißt, der kriegt den Prozessor locker gekühlt. Der wird auch schon öfters jetzt verbaut, lese ich immer wieder. Ist jetzt nichts Besonderes. Ob das jetzt ein Purock wäre oder der hier bei dem Prozessor, völlig uninteressant. Eine Wasserkühlung muss auch nicht sein. Also ist okay, kann ich gar nichts sonst weiteres zu sagen. Hatte ich auch leider noch nicht im Test. Ich hatte mal ein Video gemacht, wo ich so ein paar getestet habe, der war leider nicht dabei. Aber da er auch so häufig verbaut wird, denke ich mal schon, dass der in Ordnung ist, auch qualitativ. Vor allen Dingen, viel kaputt gehen kann euch eh nicht. Das kann nur hier vorne der Lüfter, der kaputt gehen kann. Der ist mit so Drahtdingern reingegangen. Da könnt ihr auch einen RGB-Lüfter reinbauen, wenn ihr das möchtet, wenn ihr so ein bisschen RGB-Beleuchtung haben wollt. Und der kostet 21,07 Euro bei versandkönig.de. Das Mainboard ist ein Gigabyte B550 Gaming X. Gott sei Dank ist das auch ein Full-ATX-Board, finde ich in Ordnung. B550-Chipsatz, danach kommt noch zum Beispiel der X570. Lohnt sich bei dem Prozessor sowieso nicht. Der Chipsatz ist schon okay bei diesem Ryzen. Hat auch gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier unten könnt ihr eine SSD verbauen, hier die Grafikkarte. Hier unten kann noch eine SSD rein. Den Slot werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr benutzen können, wegen dem Kühler der Grafikkarte. Wenn ihr Pech habt, den auch nicht. Kommt auf die Grafikkarte an, wie gesagt. Hier könnt ihr eine Capture-Karte oder eine WLAN-Karte einbauen, wie ihr möchtet. Dann haben wir hier Mikrofonanschluss, Line-Out für Kopfhörer und Line-In halt auch für Mikrofone oder andere Geräte. Netzwerkanschluss, USB 3.1, 3x USB 3.0, HDMI, DVI könnt ihr nicht benutzen. Der Prozessor hat keine integrierte Grafikeinheit. Ihr zieht also das Bild über die Grafikkarte. 2x USB 2.0 und PS2 werdet ihr auch nicht benutzen. Das ist schon ein bisschen magerer als das andere Board, wo der Intel drauf saß. Es ist aber noch in Ordnung. Wie gesagt, es ist nicht so ein kleines Board in so einem Case. Das ist völlig okay. Es ist halt ein Einsteigerboard, muss man dazu sagen. Wer mit den Anschlüssen klarkommt, ist okay. Und das kostet 115 Euro bei KCN Computer Yearly. Wer auch immer das ist. Ich sehe hier unten Galaxus mit 116. Wenn ihr später einen 1,50 € noch draufrechnen wollt, bitte, wer auch immer das hier ist, ich kenne ihn halt nicht. Grafikkarte ist eine 12 GB AMD RX 6700 XT beliebiger Hersteller. Da wir ja auch wieder freie Hand haben wegen beliebiger Hersteller, nehmen wir eine von XFX. Die ist schon einen ganzen Ticken besser als die 3060. Und jetzt kommt mir bitte nicht wieder mit Raytracing. Wie gesagt, 3060 mit Raytracing könnt ihr auch vergessen. Die ist auf jeden Fall ein bisschen schneller. Nämlich laut User Benchmark, also es ist ein grober Überblick, User Benchmark ist nicht so mein Fall, aber da habt ihr ungefähr eine Ahnung, habt ihr 23% mehr Leistung auf der AMD-Karte, beziehungsweise 29. Platz gegenüber 45. Platz. Das System, das kostet ja auch ein bisschen mehr. Ich glaube 100 Euro waren das jetzt. Das ist in der Preisklasse eine super Grafikkarte, FPS-Test findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung, zu der anderen natürlich auch, das habe ich eben nicht dabei gesagt. Und die kostet 529 Euro bei Mindfactory. Arbeitsspeicher haben wir 16 GB, 2x 8 GB, wieder Dual-Channel, G-Skill, RipJaws 5, DDR4 3600 MHz. Ja, und so macht man mich happy. Dual-Channel, 16 GB, 3600 MHz, obwohl der Prozessor nur offiziell 3200 MHz kann. Hier ist 3600 drin, der kostet halt effektiv 10 oder 15 Euro mehr. Und ihr habt damit auch noch einigermaßen mehr Leistung. Es lohnt sich schon. Wie gesagt, Dual-Channel 16 GB auch völlig okay für dieses System. Mit dem hier haben wir auch keine Probleme. Es ist von G-Skill wirklich nur der Aegis, der sehr, sehr raussticht. Die RipJaws, die funktionieren meistens ganz gut. Natürlich auch kein RGB-Bling-Bling oder so. Dann nehmt ihr andere, wenn ihr das unbedingt haben wollt. Und der kostet 62,90 Euro bei Equipper.
Als Festplatte haben wir eine 500 GB Kingston NV1 M.2 PCI Express SSD. Das ist jetzt wieder so ein Punkt, da muss ich sagen, das finde ich echt schade. Wenn es eine 1 Terabyte gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ist ein super System. 500 GB finde ich einfach zu wenig für ein System, was 1200 Euro kostet. Die hat die gleichen Lese- und Schreibraten wie die davor auch. Die ist halt einfach nur die Hälfte, 500 GB. Und 500 GB ist halt... Ihr müsst mal gucken, wenn ihr Far Cry installiert, Assassin's Creed womöglich noch oder Ark oder irgendwie sowas, dann wird die schnell voll. Das so 3-4 Spiele, dann ist das Ding voll. Da läuft ja auch Windows drauf, eure Treiber, Discord und so weiter. Das frisst alle Speicher. Wenn ihr jetzt Bilder, Videos oder so auf eurem PC habt, dann wird das echt eng. Also konfiguriert euch das vielleicht sogar um. Geht her und macht 1 Terabyte rein, dann seid ihr happy. Ihr werdet es mir später danken. Sonst steht ihr da nach 500 GB und denkt, kacke, hätte ich mal auf ihn gehört. Ihr könnt natürlich auch eine zweite bestellen, das geht auch. Das Mainboard hat Platz dafür, nehmt einfach eine zweite, baut die rein, das ist eine Schraube, das kriegt ihr alle hin. Dann könnt ihr damit auch erweitern, wenn ihr mal wirklich sagt, oh scheiße, jetzt ist sie voll nach einem halben Jahr oder so, dann könnt ihr einfach auslagern. Das geht auch. Und die kostet 39 Euro bei Mindfactory. Als Netzteil bekommt man 650 Watt Fractal Iron Gold. Auch hier 7 Jahre Garantie, 80 plus Gold, voll modular, hat halt einfach 100 Watt mehr. Finde ich auch okay. Habt da sogar noch ein bisschen Luft, dass ihr später eine 6800 XT oder so reinschmeißen könnt. Ihr könnt bei dem System natürlich auch eine Nvidia-Karte nehmen, ist überhaupt kein Problem. Und das kostet 72,21 Euro bei ProShop. Das Gehäuse ist ein Silentium-PC Ventum VT2TG mit Glasfenster. Das hat auch eine Mesh-Front, einen Lüfter vorn und einen hinten installiert. Finde ich aber in dem Preispunkt auch noch in Ordnung, das Case. Wie gesagt, auch hier keine RGB-Beleuchtung. Wenn ihr es unbedingt haben wollt, nehmt irgendwie so einen LED-Streifen mit dabei. Ich hatte jetzt mal irgendwie 4 Stück über AliExpress bestellt. Das geht ganz locker. Klebt ihr da rein, einen Stecker drauf, fertig. Und das kostet 46,90 Euro bei XCOM. Hier wieder die gleiche Thematik. Betriebssystem ist nicht mit dabei. 2 Jahre Garantie ist Standard und Bulgard Internet Security könnt ihr wegschmeißen. Und dann wären wir auch da beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1085,08 Euro. Das System soll kosten 1199. Auch circa die gleiche Spanne. Kommt natürlich auch auf die Grafikkarte an. Die eine ist 10 Euro teurer, die andere ist 10 Euro günstiger. Wir nehmen meistens die günstigste. Wie gesagt, wenn die jetzt eine MSI oder eine Asus oder KFE2 verbauen, die wird teurer sein als die, die wir jetzt da drin haben. Ist okay. Kann man machen. Mich ärgert die SSD. Das muss ich dazu sagen. Der Rest ist okay. Das Mainboard ist natürlich ein bisschen spartanisch, auch von den Anschlüssen her. Da müsst ihr selber mit klarkommen. Das muss jeder auch für sich dann entscheiden. Das andere Mainboard war deutlich besser, wo der Intel drauf ist. Natürlich auch aktueller. Aber diese 500 GB SSD, das nervt mich ungemein. Finde ich echt schade. Ihr könnt zwar später eine zweite SSD mit reinpacken, aber ich finde 500 GB in einem 1200-Euro-System sind zu wenig. Und ich habe an den Kommentaren gesehen, da kriege ich auch den Zuspruch. Das ist so. Da muss mindestens 1 Terabyte rein in der Preisklasse. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welches System nehmt ihr? Nehmt ihr die Intel-Variante? Seid ihr ein bisschen zukunftsträchtiger aufgestellt? Ihr könnt halt dann noch wahrscheinlich die 13.000er-Variante von Intel drauf verbauen. Dann wechseln sie wieder den Sockel. Das machen sie alle 2 Jahre circa. Hier habt ihr jetzt den Vorteil bei diesem System, ihr habt halt eine stärkere Grafikkarte. Die Prozessoren unter sich, die tun sich da nicht viel. Ihr habt da jetzt 1% Leistungsunterschied. Ja, der hier ist auf dem 37. Platz. Warte, seht ihr das überhaupt mit der Cam? Ja, 37. Platz. Und hier haben wir 45. Platz. Ja gut, dafür ist der hier aktueller. Der hier wurde Quartal 4 2020 released und der hier Quartal 1 2022. Wie gesagt, der Sockel ist auch aktueller. Mit der nächsten Generation könnt ihr wahrscheinlich dann sogar noch damit arbeiten. Das ist echt schwierig. Wenn es nach mir ginge, würde ich den hier nehmen. Weil die Grafikkarte halt deutlich stärker ist, der Prozessor, die tun sich nichts. Das Mainboard, gut, ist ein bisschen spartanischer, die Festplatte, da haben wir gerade drüber geredet, der RAM ist aber besser. Und das Netzteil ist besser mit seinen 650 Watt, anstatt 550. Das müsst ihr dann entscheiden. Ich würde auf das AMD-System gehen. Zukunftssicherer ist das Intel und das AMD ist halt leistungsstärker zum jetzigen Zeitpunkt. Kann auch gut sein, wenn ins Ende des Jahres die neuen AMD-Prozessoren kommen, dass das eh keinen Sinn mehr macht. Dann kommen wieder neue PCs. Das habe ich auch bei dem Kreativ-Ecke 2000 gesehen. Da hatte ich ja zum Review hier, hatte ich ausgepackt, euch gezeigt und so weiter. Der 5800 ist gar nicht mehr verbaut. Jetzt haben sie den X3D da drin. Also die werden hier ständig umgeworfen. Deswegen kommen auch ständig neue Videos zu den Systemen, weil die Konfigurationen gerne mal umgestellt werden. Allein schon wegen den schwankenden Grafikkartenpreisen. Ihr müsst mal gucken, was ihr hier für 1200 vor einem Jahr noch gekriegt habt. Nichts. Ihr kriegt ja mittlerweile eine 6700 XT mit einem 5600X. Mit einem Preisunterschied gegenüber Geizhals von 100 Euro, was völlig in Ordnung ist. Also wie gesagt, ihr findet alle FPS-Tests auch in Kombination mit dem Prozessor bei mir unten in der Videobeschreibung. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.